Jo Leute, was geht? Mein Name ist Dennis Jackson und im Jahre 2019 hörte ich im Radio, dass ein Film gedreht wird mit Brad Pitt und Tobey Maguire. Und mir war egal, was es für ein Film wird, ich werde reingehen und ihn gucken, egal um was es geht. Und jetzt, 4 Jahre später, kam Damien Chazelle und hat Babylon gemacht. Es ist der Regisseur von Whiplash und La La Land. Die Schauspieler Margot Robbie, Brad Pitt und Diego Calva sind die Hauptrollen in diesem Film. Und was soll ich sagen über diesen Film, außer es ist wirklich ein Rausch der Ekstase. Dieser Film ist wirklich crazy. Er spielt in den Hollywood-goldenen Zeiten 1920er in der Stummfilmzeit. Und diese Zeit war wirklich wild, crazy. Es gab Schweiß, Blut, Ekstasen, whatever. Es war eine sehr, sehr wilde Zeit. Aber bevor ich überhaupt anfange, über diesen Film zu reden, möchte ich darüber reden, warum er überhaupt ein Kinoflop geworden ist und warum die Gründe dafür da sind. Und wenn man in der Kinobranche von einem Flop redet, redet man davon zum Verhältnis von den Einnahmen und Ausgaben. Und die Ausgaben dieses Films war 110 Millionen US-Dollar, also das Budget. Und dazu kommen noch die Marketingkosten und so weiter. Und eingenommen hat dieser Film 15 Millionen US-Dollar derzeitig. Er kam letzte Woche bei uns in den Kinos raus, aber in den USA läuft er schon seit einem Monat. Und das sind keine guten Zahlen. Und das erklärt auch, warum ich ganz alleine im Kinosaal saß. Aber warum ist der Film gefloppt? Denn der Inhalt ist nicht schlecht, also er ist wirklich großartig. Und wir haben Top-Schauspieler wie Brad Pitt und Margot Robbie, die eigentlich die Zuschauer ja ins Kino locken und nicht abschrecken. Ich habe drei Theorien, warum der Film für die breite Masse doch nicht so geeignet war und deswegen auch gefloppt ist. Nummer 1 ist, das habt ihr glaube ich schon von jedem gehört, der Film geht zu lange. Mit 3 Stunden 9 ist die Laufzeit eigentlich viel zu lange für die breite Masse. Okay, Avatar 2, The Way of Water geht ja fast genauso, eigentlich genauso lang. Aber der Unterschied dazu ist es, dass Avatar eine Fortsetzung ist und dass nach 13 Jahren langem Warten endlich der zweite Teil rausgekommen ist und die Leute ins Kino stürzen. Und dass es ein Familienfilm ist. Aber für mich waren trotzdem beide Filme viel zu lang. Bei Avatar könnte man locker 30 Minuten wegschneiden und es würde einfach nicht auffallen, sind wir mal ehrlich. Aber bei Babylon ist es schon wieder was anderes, weil ich finde, jede Minute ist wertvoll. Ich wüsste nicht mal, wo ich was kürzen würde, aber trotzdem geht er irgendwie zu lange. Bei Kill Bill gab es damals die gleiche Diskussion zwischen Harvey Weinstein und Quentin Tarantino. Tarantino wollte Kill Bill als einen Film rausbringen. Er hat schnell gemerkt, dass der Film über 3 Stunden geht und das ist für ein normales Publikum einfach viel zu lange ist. Da kam Harvey Weinstein und hat gesagt, ey, wir können Kill Bill als Teil 1 und 2 rausbringen. Und Quentin Tarantino war schnell einverstanden. Nummer 2 ist, dass die Story direkt im 7. Gang anfängt. Direkt mit Vollkacho in die Party rein. Also wird wirklich in die Party rein. Wir haben 30 Minuten komplette Action und Spannung, bis wir eigentlich mal durchatmen können. Aber es gibt kein perfektes Tempo der Erzählung. Deswegen wirkt manchmal alles so hektisch und rasch. Und manchmal übelst langweilig. Und ja, ich habe manchmal auch auf die Uhr geguckt. Ich glaube, ich weiß, was Damien Chazelle damit rüberbringen will. Denn wenn ihr mal an meinem Filmset wart, dann ist es genauso. Jeder schreit, alles Action, jeder hin und da. Aber wenn dann Action gerufen wird, dann sind alle still und konzentrieren sich nur darauf, was vor der Kamera ist. Der dritte Punkt ist die Story. Ja, ich habe gesagt, die Story ist grandios. Aber für mich, denn ich bin ein Film- und Filmmacher-Liebhaber. Aber für Leute, die sich eigentlich nur einen Film angucken, um sich berauschen zu lassen, könnte der Film ein bisschen langweilig oder doch nicht so interessant wirken. Gleichzeitig haben wir dort sehr viele Storylines, die aufgemacht werden, aber nicht komplett geschlossen werden. Und das kann sehr verwirrend sein. Aber das sind meine drei Ansichten, warum es ein Flop geworden ist. Ganz genau kann ich nicht sagen, aber so habe ich es mir zusammengereimt. Jetzt mal zum Film. Und wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, kann ich nur sagen, guckt den Film, er ist grandios. Ich finde es trotzdem schade, dass er im Kinokasten gefloppt ist, aber er ist wirklich gut. Ich denke immer noch über diesen Film nach, auch wenn ich manchmal auch auf die Uhr geguckt habe, weil es halt wirklich viel zu lange ist. Aber es lohnt sich wirklich. Und durch diesen Film habe ich noch mehr Liebe entdeckt zum Medium-Film. So. Babylon, Rausch der Ekstase. Wie schon erwähnt, geht es um Hollywood in den goldenen Zeiten der 1920ern. Die Zeit der Stummfilme. Und diese Zeit war sehr wild, sehr hart, sehr viel Drogen, Sex, Schweiß und vieles mehr. Wie erwähnt, haben wir 3 Hauptfiguren und 2 davon sind neu in Hollywood, die sich durchkämpfen müssen. Einmal haben wir Margot Robbie, die sich durch Zufall eine kleine Rolle ergattert. Und dann haben wir Diego Calva, der ein spanischer Einwanderer ist, soweit ich das richtig verstanden habe, und bei der ersten Party, die dann zuerst kommt, ein Dienstmann ist. Und durch einen Zufall darf er den Stummfilmstar, der durch Brad Pitt gespielt wird, nach Hause fahren. Und dadurch kriegt er auch einen Fuß in die Filmbranche.
Und wie man merkt, ist es einfach wichtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Denn nicht alles ist ein Zufall. Es ist wichtig, einfach die richtigen Leute zu kennen oder mit den richtigen Leuten zu reden. Und so fängt der Film auch an. Mit einer Party, die einfach 30 Minuten lang geht und man alles sieht, sogar jede Körperflüssigkeit und sogar einen Elefanten. Diesen Film kann man sogar als Hassbrief an Hollywood sehen. Wir sehen natürlich immer Glamour, Glitzer, Hollywood, da, Stars hier. Aber hinter den Kulissen ist es sehr hart, anstrengend. Und man sieht auch, wie damals einfach mit der Sicherheit der Crew umgegangen wurde. Während dem Film drin sind einfach Leute gestorben und es war so, er ist gestorben, der ist tot. Und das ist einfach krass. In diesen Jahren hat sich ja auch viel getan. In dem Film geht es ja auch von den Stummfilmzeiten rüber in den Tonfilmzeiten. Und das ist auch ein krasser Next Step, wie die Leute damit umgegangen sind, was sie dafür gemacht haben und wie es eigentlich sogar aussah, hinter den Kulissen eines Stummfilms. Und das fand ich sogar sehr, sehr interessant. Man sieht auch, wie Stars schnell hochsteigen können und wieder fallen können. Also wie man sagt, wer hoch fliegt, fällt tief. Ich will gar nicht mal so viel rumspoilern. Ich möchte einfach nur sagen, mir persönlich hat der Film sehr, sehr gefallen. Es war wirklich wie ein Geschenk, das mir Damien Chazelle da hingebracht hat, denn ich bin ja selber Filmemacher und liebe immer sowas zu sehen, wie es hinter den Kulissen ist. Deswegen kriegt der Film von mir 4 von 5 Sternen und ich habe sogar auf Letterboxd einen kleinen Liebesbrief an das Medium Kino geschrieben. Die große Frage ist aber, ist Tobey Maguire jetzt auch im Film? Ja, aber leider kommt er sogar gegen Ende und hat eine sehr dubiose Rolle als Kredithai-Mafioso, würde ich mal jetzt so sagen. Er spielt es sehr weird und es ist halt nicht so eine sehr wichtige Rolle, aber ich fand es sehr witzig, wie sie damit umgegangen sind, also beziehungsweise für mich ein bisschen Meta sogar. Denn im Film Molly Games, was ja nach wahren Begebenheiten beruht, gibt es einen Spieler X und dieser Spieler X wird halt behauptet, dass es Tobey Maguire war. Und Spieler X hatte in privaten Pokerturnieren anderen Spielern Krediten gegeben, wenn sie kein Geld mehr hatten zum Pokerspielen und die Leute damit abgezockt. Aber ob es wahr ist oder nicht, man weiß es nicht. Tobey Maguire ist sogar Produzent dieses Films, das heißt, sein eigenes Geld ist in diesem Film drinne. Und darum ist es noch umso schade, dass es ein Flop geworden ist. Naja, das war mein Video zu Barbie und Rausch der Ekstase. Ich kann den Film, wie gesagt, nur empfehlen. Ich fand ihn genial. Bisschen crazy, überdreht, laut, aber so war anscheinend Hollywood in den 20er Jahren. Wir sehen uns im neuen Video. Mein Name ist Dennis Jackson. Haut rein. Ciao.